Hallo, herzlich willkommen in der Geschäftsstelle der OKG in der Ruschestraße in Lichtenberg, der ehemaligen Stasi-Zentrale. Hier haben wir unsere Büros und wir richten zurzeit gerade ein Studio ein, damit wir zukünftig auf unserem YouTube-Kanal informieren können über das, was wir tun für die Opfer der SED. Noch sieht man hinter mir eine kahle weiße Wand, aber die wird, wenn wir fertig sind, mit einer Bildtapete beschichtet sein, die ich dann noch erläutere. Hallo, da bin ich wieder. Wir sind fertig mit der Beschichtung der Rückwand für unser Studio. Darauf zu sehen ist der Mielke-Blick. Diesen Blick hatte Erich Mielke, der Minister für Staatssicherheit der ehemaligen DDR, wenn er aus seinem Fenster geschaut hat. Wir sind einige wenige Etagen über ihm. Wir blicken ein bisschen weiter als er. Aber der Blick von Erich Mielke war immer Richtung Fernsehturm und damit Richtung Westen. Jetzt sitzen wir hier und arbeiten das auf, was SED und Stasi uns hinterlassen haben. Und wir versuchen denen, die Schaden genommen haben, zu helfen, so gut es geht. Ich hoffe, dass wir euch recht häufig auf unserem YouTube-Kanal sehen.